habe die Ehre. Es ist Montag, mein Name ist Daniel Mulitz und herzlich willkommen zurück zu Double Jump, deinem werktäglichen Game News Podcast. Die GDC wurde jetzt wegen dem Coronavirus auf den Sommer verschoben, Nintendo lässt sich mit dem Animal Crossing Messestand den Spaß auf der PAX East allerdings nicht nehmen, Platinum Games Project GG wird auf den aktuellen Konsolen erscheinen und auf der PAX East hat Larian Baldur's Gate 3 enthüllt. Wenn du mit den wichtigsten und interessantesten Game News des Tages Montag bis Freitag automatisch in deiner Podcast-App informiert werden willst, dann abonniere Double Jump jetzt auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube oder generell jeder Podcast-App deiner Wahl, denn Double Jump ist sprichwörtlich überall verfügbar. Starten wir in den Tag mit dem täglichen Gruß des Murmeltiers. Dem Coronavirus. Nachdem nach den News vom Freitag auch noch Amazon und Activision Blizzard ihre Präsenz auf der GDC dieses Jahr im März abgeblasen haben, hat dann nach allem der GDC-Veranstalter in der Nacht auf Samstag unsere Zeit bekannt gegeben, dass die GDC auf den Sommer dieses Jahr verschoben wird. Damit war im Endeffekt kein Big Player mehr übrig, der das Event im März besucht hätte. Da blieb dem Veranstalter nichts mehr übrig, als den originalen Termin zu verschieben. Ich bin gespannt, welche weiteren Einflüsse das auf die Games-Messen dieses Jahr hat. Im Juni soll ja die E3 stattfinden. Wenn bis dahin die Lage um den Coronavirus wieder so weit in Ordnung ist, dass Messen stattfinden können, muss der Termin so gewählt sein, dass er sich nicht nur nicht mit E3 überkreuzt, sondern auch, dass auch auf finanzieller Ebene der Termin keine budgetären Kollisionen mit E3 verursacht. Und Gamescom dürfen wir da auch nicht vergessen. Schauen wir mal, ich möchte da jetzt nicht zu viel spekulieren, was das betrifft, denn so wie Sandro Odak von Microsoft es in der 6. Ausgabe von Double Jump Weekly vorgestern gesagt hat, im Endeffekt wissen wir es einfach nicht, wenn für Firmen das neue Finanzjahr erst im Sommer beginnt. So wie zum Beispiel bei Microsoft steht sowas zum Beispiel jetzt budgetär erst recht nicht fest. Aber mit der Gamescom im Kommen könnt ihr euch sicher sein, dass wir da weiterhin on top auf dem aktuellen Stand der Dinge bleiben werden. Schon alleine, da es dieses Jahr meine erste Gamescom überhaupt sein wird und da möchte ich selbst auch unbedingt hin. Und wenn wir beim Coronavirus sind, die Firmen, die zum Beispiel dieses Wochenende bei der PAX East schließlich vor Ort waren, die haben das Beste daraus gemacht. Nintendo zum Beispiel, und dazu müsst ihr euch das in der Episodenbeschreibung in eurem Podcast-Player und in den Shownotes auf www.doublejump.at verlinkte Video anschauen, die haben nämlich einen wirklich tollen Messestand für Animal Crossing auf Nintendo Switch gebaut. Der ist aufgebaut, ganz wie eine Insel von Animal Crossing New Horizons. Auch Platinum Games hatten ihren Spaß und die amerikanischen Tochterfirmen von Capcom und Square Enix auch. Bei Platinum Games zum Beispiel war aber Hideki Kamiya verständlicherweise ständig mit Mundschutz vor Ort. Ich habe euch einen Artikel von Nintendo Life in der Episodenbeschreibung in euren Podcast-Playern und in den Shownotes auf www.doublejump.at verlinkt. Dort könnt ihr euch ein Video vom Nintendo Messestand dann anschauen. Mir wird sehr gefallen, diesen Stand auch bei der Gamescom dieses Jahr zu sehen. Euch auch? Und Platinum Games und Hideki Kamiya haben ihre Ankündigung zu Project GG letzte Woche noch ergänzt. Und zwar haben sie mit dem amerikanischen Games-Magazin IGN darüber geredet, wann und für welche Plattformen das Game erscheinen soll. Kamiya und Inaba wünschen sich beide, dass das Game so bald wie möglich herauskommt. Aber man möchte natürlich kein Spiel übereilt auf den Markt bringen. Das sehen sie gleich wie zum Beispiel Shigeru Miyamoto. Das Game soll beim Release gut sein und nicht einfach nur schnell da sein. Realistisch gesehen sehen sie das Release in mehr als einem Jahr, aber definitiv in unter 3 Jahren. Da würden wir das Game dann irgendwann Mitte 2021 oder 2022 kaufen können. Project GG ist bereits ein Cross-Generation-Titel, wird dann auf den jetzt aktuellen Konsolen und eventuell auch PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Etwas Interessantes im Nebensatz, was sie erwähnt haben, ist auch, es wird kein typischer Platinum-Action-Titel, aber es wird nicht der primäre Aspekt des Games wie bei den vergangenen Platinum-Spielen. Hideki Kamiya, was ist da los?
Und wie wir es in der Folge vom 20. Februar besprochen haben, hat Larian in der Nacht auf Freitag Baldur's Gate 3 bei der PAX East enthüllt. Und das wird ganz anders als die Baldur's Gate Games, die wir noch von BioWare in Erinnerung haben. Baldur's Gate 3 ist ein rundenbasierendes Spiel. In Gameplay-Videos und Berichten von Magazinen wie PC Games Deutschland oder zum Beispiel IGN sieht es sehr danach aus, ich bezeichne es mal nach Divinity Original Sin 2 meets Dungeons and Dragons. Was stark ist, und das sagt Larian jetzt schon, das ist, dass PlayStation 4 und Xbox One in den normalen Versionen zu schwach sind, um Baldur's Gate 3 richtig darzustellen. Aber man fokussiert sich derzeit sowieso nur auf den PC, was die Umsetzung betrifft. Daher, wenn das Game auf Konsolen erscheint, dann wohl nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X. PC Games Deutschland hat ein super Preview-Video zum Game auf YouTube veröffentlicht. Wenn euch Divinity Original Sin 2 gefallen hat, kann ich euch das Preview-Video nur zu Herzen legen. Und IGN, die haben ein einstündiges Gameplay-Video dazu auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Alle Links zu den heutigen News-Stories findest du in der Episodenbeschreibung in deinem Podcast-Player oder in den Shownotes auf www.doublejump.at. Und jetzt bist du an der Reihe. Erzähl mir, was du von den heutigen News Stories hältst, in einem Kommentar auf Apple Podcasts oder auf Instagram. Auf Instagram, da findest du Double Jump unter @doublejump.at. Alles als ein Wort zusammengeschrieben. Aber Apple Podcasts wie auch Instagram findest du beides ebenfalls verlinkt in der Episodenbeschreibung, in deinem Podcast-Player und in den Shownotes. Auf Instagram, da beantworte ich dir jedes Kommentar persönlich und das interessanteste Kommentar des Tages, das beantworte ich innerhalb der nächsten Podcast-Episode in der Sektion Kommentar des Tages. Bevor wir die heutige Episode jetzt beenden, wenn dir die heutigen News gefallen haben, bewerte Double Jump bitte positiv auf Apple Podcasts und wenn es dir nicht gefallen hat, dann bitte negativ, denn mit deiner Bewertung hilfst du der Show dabei, dass neue Zuhörer diese durch den Apple-Algorithmus finden. Und meine Damen und Herren, das war's dann von mir schon für diesen Montag. Mein Name ist Daniel Mulitz, das war Double Jump, dein werktäglicher Game News Podcast und abschließend eine Eigenwerbung für die letzte Double Jump Weekly Episode. Die habe ich gestern veröffentlicht. Da habe ich mit Sandro Odak, dem Xbox Communication Manager von Microsoft Deutschland und der österreichischen Twitch-Streamerin Julia Janeva über die Game News Highlights der vergangenen Woche geredet. Natürlich musste ich da Sandro zu Xbox Series X reden lassen. Na dann, ich freue mich, dass wir uns wieder morgen hören werden. Habe die Ehre!